Herzlich willkommen. Ich freue mich über Ihr Interesse. Mein Name ist Klaus Echtler und das Thema heute: Edelmetalle. Warum das permanente Berichten über die Kurse aus meiner Sicht nichts bringt, vor allem nicht dem Anleger. Ich möchte heute meine persönliche Meinung zu den permanenten Informationen, Videos, Pressemitteilungen über die Kursentwicklung von Edelmetallen einmal veröffentlichen, denn ich finde die dauernde Berichterstattung, ob es rauf und runter geht, ob die Kurse steigen oder fallen, warum sie steigen oder fallen, völlig übertrieben und völlig unnütz. Die meisten Experten raten zu Edelmetallen aus dem Grund und vor allem aus dem Grund, da es eine Wertsicherung für die Zukunft darstellen soll, eine Wertsicherungsanlage, die in schlechten Zeiten ihren Wert behält. Und aus diesem Grund gibt es für mich wirklich nur einige wenige Aspekte, die die Edelmetalle oder die Anlage in Edelmetallen betreffen. Zum ersten ist es die Entscheidung Edelmetalle ja oder nein. Das zweite ist der Kostenfaktor, der beim Einkauf entsteht. Das dritte ist, welche Produkte, sprich Münzen, Barren und so weiter, soll ich kaufen und wie ist die Stückelung, und dann noch einige persönliche Aspekte, die jeder Anleger selbst mitbringt. Starten möchte ich mit dem Thema Videobotschaften, Videofilme im Internet, im YouTube, im Radio, im Fernsehen, wo es Leute gibt, die wöchentlich, zum Teil auch öfter, darüber berichten, wie sich der Edelmetallpreis entwickelt hat, wo er vielleicht hingeht, ob es rauf oder runter geht und warum der Markt eventuell in die eine oder andere Richtung tendiert. Wenn man davon ausgeht, dass die Edelmetallanlage eine Wertsicherungsanlage sein soll, die in schlechten Zeiten greift, wenn zum Beispiel der Euro oder der Dollar nichts mehr wert ist, dann macht es wenig Sinn zu überlegen, ob der Kurs diese Woche oder nächste Woche steigt oder fällt. Viel wichtiger ist es, für den Anleger eine Entscheidung zu treffen, ob er Edelmetalle überhaupt in sein Portfolio oder in seine Anlagestrategie mit aufnimmt. Und aus meiner Sicht ist das Edelmetall auch keine Anlageform, sondern es ist eine, wie ich schon vorher erwähnt, Wertsicherungsanlage. Wir wissen alle, dass die Edelmetalle auch keine Renditen abwerfen, keine Dividenden, sondern einfach nur da liegen und, wenn man sie braucht, für den Wert einzutauschen sind, der zu diesem Zeitpunkt von jemand anderem bezahlt wird. Was ich gut finde, ist, dass man immer wieder Menschen, die sogenannten Bürger, die von dem Verbraucherschutz als ahnungslos dargestellt werden, immer wieder daran erinnert, dass sie Edelmetalle auch in ihren Besitz nehmen und nicht nur in Sparbüchern oder in Festgeldern oder in Termingeldern oder in Aktien und so weiter investieren sollen, sondern dass ein Teil davon auch ganz gut in Edelmetallen aufgehoben wäre. Das ist der einzige Sinn, den ich erkenne an den dauernden Meldungen, die kursieren. So wie bei vielen, vielen anderen Anlageformen, wobei ich, wie gesagt, das Wort Anlageform bei Edelmetallen nicht so gern mag, ist, dass zum Beispiel wie auch bei der Immobilie der Gewinn, in Anführungsstrichen Gewinn, im Einkauf liegt. Ich sollte mir also einfach überlegen, für wie viel Geld möchte ich denn Edelmetalle kaufen und was kosten die. Und umso weniger die kosten, umso mehr könnte es sein, dass ich später an rechnerischen Gewinn mache, wenn sich der Kurs verändert, beziehungsweise wenn ich verkaufe, weniger Verlust, wenn der Kurs gefallen wäre. Das bedeutet, ich schaue mich einfach auf den Seiten, auf den bekannten Internetseiten um oder bei den Vergleichsportalen um und vergleiche die Preise, und zwar die Preise von Anlagemünzen.
Anlagemünzen sind zum Beispiel bekannt, ist sehr bekannt ist der Krügerrand. Bei den Silbermünzen ist es zum Beispiel der Philharmoniker oder der American Eagle. Und ich vergleiche einfach die Preise, die ich zahlen muss, wenn ich heute investiere, und kaufe dort ein, wo der Preis am niedrigsten ist. Und zwar sollten Sie diese Berechnung immer auf das Gramm herunterbrechen. Egal welche Stückelungen Sie kaufen, schauen Sie immer, was würde mich das Gramm kosten. Eine sehr, sehr gute Seite, wo dieser Vergleich zu finden ist, ist die Seite gold.de. Da gibt es Vergleichspreise, da gibt es viele Shops. Dort gibt es aber auch eine Vergleichsliste über alle Anlagen, die auch den Preis in Gramm auswirft. Und dort wird man fündig, wenn man zum Beispiel die Goldmünze eingibt und dann sucht unter Preisvergleich Programm, dann findet man heraus, dass zum Beispiel die Krone, die Goldkrone, nur oder sogar minus, also weniger kostet als der Goldpreis, nämlich 0,76% weniger als der aktuelle Goldpreis. Die Dukaten 0,67% unter dem Goldpreisprogramm liegen und der Rand aus Südafrika sogar noch ein halbes Prozent unter dem aktuellen Goldpreis. Wogegen zum Beispiel diese Tafelbarren mit 5 mal 1 Gramm sogar 7,6% mehr im Einkauf kosten als der aktuelle Goldpreis. Das bedeutet ganz einfach, entscheiden Sie sich, wenn Sie Gold kaufen, für die Stückelung, mit der Sie am wenigsten Kosten im Vergleich zum aktuellen Preis haben. Man könnte auch sagen, man sollte keine Marketingprodukte kaufen, wie zum Beispiel irgendwelche Tafelbarren, wo dann 100 mal 1 Gramm drauf ist oder 50 mal 1 Gramm oder irgendwelche besonderen Münzen, die dann auch irgendwelche Färbungen auf der Münze zu finden sind. Das ist alles eigentlich ein Marketing-Gag, der mit einer Geldanlage oder mit einer Wertsicherung nichts zu tun haben. Was auch eine Wertsicherungsanlage sicherlich ist, ist Schmuck, Goldschmuck in hoher Qualität. Der wird immer für den Materialpreis zu bekommen sein und eben auch für den Materialpreis zu verkaufen sein. Das ist aber in aller Regel für die Normalanleger nicht anzuraten, sondern nur für Leute, die sich mit Gold wirklich gut auskennen. Also ich empfehle wirklich Anlagemünzen und zwar auch die Stückelungen, um darauf zu kommen. Ich würde empfehlen grundsätzlich, das mache ich auch selber für mich und das empfehle ich meinen Kunden seit über 20 Jahren, kaufen Sie Unzen Münzen, also eine Münze mit einer Unze, das sind 31 Gramm plus etwas mehr. Und diese Unzen Münzen, die können Sie aufgrund der Münze jederzeit auch in Bankhäusern austauschen und im Zweifelsfall auch mit Privatleuten tauschen, wenn es tatsächlich mal zu einem Crash kommt. Dann ist es so, dass man diese Wertsicherungsanlagen sich im Prinzip kauft und hinlegt. Und zwar so hinlegt, dass man sie auch greifen kann, wenn man sie braucht. Und dass man nicht permanent, aus meiner Sicht, nicht permanent die Kurse vergleicht, sich anschaut, geht es nach oben, geht es nach unten, sondern dass man diese Münzen oder diese Barren einfach für sich hat und weiß, wenn wirklich mal was schief geht und Währungsreform kommt, was wir auch schon oft hatten, das Geld einfach nichts mehr wert ist, dass ich einen Wert habe, mit dem ich dann eventuell Tauschgeschäfte machen könnte. Und da empfiehlt es sich aus meiner Sicht auch, in Silbermünzen zu investieren. Mit denen kann man nämlich wesentlich leichter mal ein Stück Brot, eine Semmel kaufen oder den Tank im Auto auffüllen, was mit Goldmünzen, wenn sie einen Wert von 1000 Euro haben, relativ schwierig erscheint. Also da ruhig streuen. Ich empfehle in etwa 80% in Gold und 20% in etwa in Silbermünzen. Auch hier nehmen Sie bitte einfach Silbermünzen, eine Unze. Die können Sie am leichtesten zurücktauschen und die sind vom Preisverhältnis hier genauso günstig wie Silberbarren. Was man bei Silber noch beachten muss, ist, dass die Silbermünzen eine sogenannte Umsatzsteuer oder Mehrwertsteuer enthalten. Wenn Sie die Münzen von privat kaufen, wird sich die Umsatzsteuer nicht interessieren. Aber wenn Sie die Münzen vom Händler kaufen,
sollten Sie aus Kostengründen ebenfalls immer die günstigsten Münzen kaufen und dann darauf achten, dass diese Münzen differenzbesteuert sind. Das ist nämlich wesentlich weniger als die 19%. Ich schätze, das liegt irgendwo bei 9 bis 10%, sodass Sie mindestens die Hälfte an Kosten hier einsparen. Da gibt es auch viele Informationen und Videos zur Differenzbesteuerung im Internet. Wenn Sie da Fragen haben, können Sie aber auch gern mal auf mich zurückkommen oder schreiben Sie Ihre Fragen einfach unten in den Chat. Ja, und dann ist es für mich auch so, dass diese Münzen und diese Barren und was auch immer Sie haben, auch sicherlich ein Projekt oder ein Objekt sind, das man auch gern mal auspackt, gern mal sich anschaut, gern mal anfasst. Es gibt ein gutes Beispiel, das wir alle kennen, der Dagobert Duck in seinem Tresorspeicher, wo er die Goldmünzen aufbewahrt und dort drin täglich ein Bad nimmt. Also ich bin der Meinung, dass man so Edelmetalle auch sicherlich öfter mal anschaut, in die Hand nimmt, weil es einfach ein Wert ist, ein schönes Gefühl ist, wenn man das möchte. Was zu den Edelmetallen, vor allem zu Gold noch zu sagen ist: Gold ist die älteste noch vorhandene Wertanlage der Welt und auch Währung der Welt. Das heißt, wir haben hier sicherlich ein positives Momentum auf unserer Seite mit dieser Anlageform. Und was auch noch für mich sehr interessant ist, als ich angefangen habe, in etwa vor 20, 22 Jahren mit Edelmetallen mich zu befassen, da gab es in dem Radio- und Fernsehbereich überhaupt noch keine Information, wie sich der Goldpreis entwickelt, ob er nach oben oder unten geht, ob er schwankt. Es wurde erst, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, nach der Finanzkrise aus 2008, wurden erst in der Öffentlichkeit Goldpreise in Radio, Fernsehen und zum Beispiel NTV in den Kursnachrichten erwähnt. Und seitdem ist es so, dass die Bevölkerung da sehr drauf aufspringt, auf dieses Thema. Aber ich finde, dass es alles an dem wahren Hintergrund vorbeigeht, sondern dass man hier die Leute eher in Angst und Panik versetzt, weil ja der Preis mal steigen könnte oder fallen könnte und man sich überlegt, wann lege ich an, beziehungsweise wann verkaufe ich diese Edelmetalle wieder. Ich finde, man muss sich entscheiden, ob man Edelmetalle kauft, ob das für einen passt und wenn es passt, dann machen. Bitte einfach machen. Sie kennen vielleicht das Sprichwort, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und ich wünsche allen, die sich damit auseinandersetzen, mit diesem kleinen informativen Videopodcast Informationen an die Hand gegeben zu haben. Und achten Sie einfach darauf, dass die meisten Informationen, die über Gold und Edelmetalle gestreut werden, eigentlich einen Marketing-Hintergrund haben, um die Leute auf sich aufmerksam zu machen. Ich hoffe natürlich, dass ich mit dieser Videobotschaft auch auf mich aufmerksam mache. Aber in erster Linie interessiert mich, die Leute sozusagen zu beruhigen und ihnen einfach mitzuteilen: Kaufen Edelmetalle ja, hinlegen auch ja, und wenn es dann Not am Mann ist oder Not wird, weil das andere alles nichts mehr wert ist und nichts mehr bringt, dann kann man damit sich gut über Wasser halten und die nächste Zeit überbrücken. So viel zum Thema. Sollten tatsächlich Fragen auftauchen, bitte wie gesagt unten in die Kommentare. Ich werde sie, wenn möglich, auch alle beantworten. Sollten andere Ideen auftauchen, dann ebenfalls in die Kommentare oder direkt an mich. Wenn es Ihnen gefallen hat, empfehlen Sie mich weiter. Vielleicht einen Daumen nach oben oder abonnieren Sie meinen Kanal. Ich wünsche Ihnen bis zum nächsten Mal alles Gute. Das war's für heute. Schön, dass Sie dabei waren. Ihr Klaus Echtler.